herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir Hähnchenbrustfilet in Knoblauch-Zitronenpfeffer. Sehr lecker. Und dazu machen wir einfach ein kleines Ciabatta-Brot, um die schöne leckere Soße damit aufzutunken. Wird bestimmt sehr lecker. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Zugucken. Für das Hähnchenbrustfilet in Knoblauch-Zitronenbutter brauchen wir natürlich einmal zwei große Hähnchenbrustfilets, jede Menge Knoblauch, zwei Zwiebeln, zwei Bio-Zitronen, weil wir die Schale von der Zitrone auch mitverwerten. So, als erstes schneiden wir das Hähnchenbrustfilet in ganz dünne Scheiben. Zitrone machen wir die Zesten ab. Zestenreißer. Zitrone machen wir einfach hier im Zitronenabrieb. So, jetzt entsaften wir beide Zitronen, weil den Saft, den brauchen wir nachher auch noch. Eine Pfanne aufgestellt, Öl rein, heiß werden lassen. Jetzt werden als erstes die Zwiebeln angeschwitzt. So, jetzt kommt der Knoblauch dazu. Kommt das Hähnchenbrustfilet in dünne Streifen geschnitten hinzu, schon anbraten.
Salz und Pfeffer dran. Gießen wir den Zitronensaft von den zwei Zitronen an. Und der Zitronenabrieb kommt dazu. Zesten und ein bisschen Kräuter der Provence nachher zum Garnieren. Dazu. So, eine Prise Zucker kommt auch noch dran. So, und ein paar Kräuter der Provence kommen noch dran. Fertig. Hähnchenbrustfilet in Knoblauch-Zitronenpfeffer und dazu leckeres, frisches, selbstgebackenes Brot. Viel Spaß beim Zusehen und guten Appetit. Bis zum nächsten Mal.